Jo, meine Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier vom Kanal. Heute zu Resident Evil 2 Remake. Aber wir haben die Fixed Camera Mod. Also wir haben die Kamera vom Original. Ich möchte es mal ausprobieren, wie das sich so anfühlt. Die Mod soll wohl ganz gut sein, habe ich gehört. Nein, mal im Ernst, okay? Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Oh, ich glaube dir, Kumpel. Ich glaube dir. Erzähl uns die Geschichte. Erzähl sie. Okay, es war... Leckerer Burger. Der sieht echt räudig aus. Diese Frau auf mich zu. Sie torkelte, weißt du? Dachte mir also, sie ist betrunken. Wow, okay. Sag uns und sei ehrlich, wie viele Drinks hattest du, Intus? Nein, Mann, ich war kaum angetrunken. Ach komm. Nein, hör mir zu, okay? Sie kam näher und ich schaute sie mir genauer an. Hättest ihre Augen sehen sollen. Ihre Nase, ihr ganzes Gesicht sah aus wie verwest. Sah aus wie eine Leiche. Wie eine wandelnde Leiche, Mann. Ich liebe die RE-Engine. Ich hab sowas noch nie gesehen. Ist so gut. Sieht so geil aus. Nicht Angst nachher. Ja, da hast du ganz recht. Wenn du vor diesen Dingern erstarrst, schlagen sie ihre Zellen in dich. Ich hab gesehen. Ach komm schon. Wurde gerade gut. Oh, ich sollte mal schlafen. Oh, Scheiße! Nein. Oh. Was soll ich tun? Was mache ich denn nur? Da ist Leon. Leon S. Kennedy, als den wir auch spielen. By the way, habe ich eine 1060, also ich bin wirklich keinen krassen PC und sieht trotzdem so geil aus. Und ich nehme gerade auf, was auch nochmal Leistung zieht. Da merkt man, wie geil das Spiel optimiert ist. Und ich glaube, die empfohlene Grafikkarte ist sogar eine 1060. Komisch. So, da sind wir auch schon. Und Leute, die das Spiel kennen, sehen schon den ersten Unterschied. Alter, Digga, die Steuerung ist krank. Genau. Die Kamera ändert sich halt so. Ist eine Fixed Camera, heißt, wir können die nicht einfach frei bewegen. Die Cutscenes sind noch gleich. Boah, ist schon ein bisschen leer, ne? Junge, ist das cool. Guck mal, ich drück jetzt nach links. Okay, ja, tatsächlich. Ich verstehe nicht, wann du in welche Richtung steuerst. Es ist echt komisch zu steuern, also ich konzentriere mich gerade ein bisschen drauf. Ich glaube, der geht nicht freiwillig weg von... Ja, also vielleicht habt ihr bemerkt, das Spiel ist ein Horrorspiel. Genau, wir haben Aim Assist, heißt ich muss nicht komplett so aim. Auto Aim, mach mir mal Normal, weil ich fand das schon ein bisschen sehr einfach gerade. Es ist komisch, wie oft sich die Kamera wechselt. Das ist halt im Original auch so gewesen. Aber es ist trotzdem crazy. Weil du hast jetzt halt viel weniger Überblick. So, wenn jetzt hier was gewesen wäre, hätte ich den nicht gesehen. Der steht direkt wieder auf. Ey, Bro, warte. So komisch, weil wenn du jetzt in eine neue Kamera reingehst, bleibt die Steuerung noch, während du jetzt noch weiterläufst. So wie von dem vorherigen Raum. Aber wenn du dann jetzt hier zum Beispiel, wenn ich jetzt loslasse und jetzt wieder gehe, muss ich wieder andere Tasten drücken. Oh mein Gott, das ist manchmal so schwer. Kacke. Anstatt mich irgendwie darauf zu konzentrieren, die Richtung zu laufen, die Leon guckt, geht die Steuerung immer so, dass ich in die Richtung laufe, die ich gerade sehe. Also würde ich jetzt nach da hinten laufen, müsste ich jetzt nach hinten rechts laufen. Ja, ihr habt damit jetzt eher weniger das Problem, aber... Ey, Bro, bitte, ich will hier nicht direkt sterben. Es ist echt schwer, so wenn du noch neu... Scheiße. Bin ich tot? Ja. Fuck. Nee, ich bin nicht tot. Holy shit, Leon, du geile Maschine. Okay, ich weiß nicht, wo er gerade angelaufen ist, aber gut.
Das ist crazy zu spielen. Ach du Kacke. Ich bin nicht scheiße in dem Spiel. Also wirklich, ich bin sehr selten eher gestorben. Vielleicht sollte ich nicht gerade kauen, während ich aufnehme, aber gut. Woher haben wir jetzt eigentlich den Schlüssel für das... Ach so, das war der Schlüssel, der da hing. Was soll geht hier vor? Keine Ahnung. Muss aber auch sagen, der Supermarkt da war sehr verwinkelt. Also kann es, glaube ich, später ein bisschen einfacher werden zu steuern, weil es nicht ganz so verwinkelt dann ist. Junge, ich habe irgendwie 2 Stunden gerade versucht, diese Mod zum Laufen zu bringen. Ist krank. Ah ja. Capcom Presents. Ich erst mal ein paar Kekse. Warte mal kurz. Ich kann einen Controller anschließen. Vielleicht funktioniert das mit dem. Ein bisschen besser. Dann mache ich aber wieder Auto-Aim ein bisschen stärker, weil mit Controller bin ich halt Arsch. An alle Einwohner. Aufgrund des stadtweiten Ausbruchs wird Ihnen empfohlen, in der Polizeistation von Raccoon City Zuflucht zu suchen. Lebens- und Arzneimittel werden Einbedürftigen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Die Polizeistation ist nicht mehr weit. Die werden mehr wissen. Ja, aber was, wenn wir die Einzigen sind? Wenn es keine Überlebenden... Nein, die Stadt ist groß. Da muss es doch welche geben. Wir müssen wohl zu Fuß gehen. Wohl eher rennen. Ja, gute Idee. Ah, ach du Schande! Ah! Leon, fahr rückwärts! Hallo, fahr doch rückwärts! Hier ist nicht sicher. Geh schon weiter. Ich treffe dich bei der Station. Ich komme hin. Oh, mal sehen, wie... Ach du Kacke. Ich war gerade in 2 Kameras, basically. Als wenn ich in eine dann reingehen wollte, war das echt... Die Kamerawechsel sind echt übel, weil dann sich immer die Steuerung ändert. Immer einmal kurz stehen bleiben, dann kann ich wieder... Okay, das mit dem Aim geht fit, auf jeden Fall. Okay, ich habe keine Muni mehr, das ist scheiße. Ja, dann renn. Kann ich hier durch, hallo? Scheiße, kann ich gar nicht durch. Ist etwas schwer zu sehen, so. Moin, Leute. Ich sehe halt nichts. Auch meiste Zeit. Junge, das ist ja Hardcore. Wie hat man das früher gespielt? Ich bin wieder stuck gewesen in 2 Kameras. Das ist dann so weird. Weil dann gehst du in eine Richtung, willst du dich bewegen. Und dann gehst du wieder in die andere rein. Heißt, dann ändert sich die Steuerung wieder. Du musst dich wirklich in jeder Kamera einmal neu orientieren, kurz. Vor allem bei vielen kleinen Kamerawechseln ist das echt ätzend. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen Gewöhnungssache. Bin ich wieder hier, wo ich schon eben war und nichts gefunden habe? Ich glaube. Nein, ich bin in sie reingelaufen. Scheiße. Ich check gar nicht, was abgeht. Holy shit, Mann. Ach du Kacke. Hä, in welche Richtung läufst du? Ach du Kacke. Oh mein Gott, wo kommst du her? Ja, scheiße, bin tot. Ja. Das war crazy.
Also es sieht, glaube ich, ein bisschen einfacher aus, als es ist. Nein, bin ich gerade verlassen gegangen. Hä, wo muss ich denn dann lang? Ich weiß ja, ich habe das Spiel ja schon mal durchgespielt, auch als Leon. Wo muss ich hin? Holy shit, ich erkenne nicht, wo ich hin muss. Es ist so schlimm mit diesen Kamerawechseln. Vor allem hier sehe ich halt nichts so. Ich mache mir einmal einen Weg ungefähr, wo ich hin will. Ah, da muss ich lang. Okay, dass ich das übersehen habe. Scheiße. Man muss wirklich in jeder Kamera nochmal sich neu immer orientieren, am besten mit seinem Movement. Es ist wirklich, man muss sich hochkonzentrieren. Langsam, ich werde besser auf jeden Fall. Also es wird langsam so ein bisschen, dass man eher weiß, wie jetzt man seine Kamera, wie man sich vernünftiger orientiert. Es ist besser als am Anfang. Aber bei vielen so kleinen Kamerawechseln und Mauern wie eben und in diesem Supermarkt, Bro, da kriege ich die Krise. Holy shit. Das macht mich verrückt, dass ich dann immer mich wieder neu orientiere. Ach du Kacke, ich habe jetzt mal das geändert. Wenn ich jetzt, das ist, wenn ich nach rechts gehe, das nach links, das nach vorne, das nach hinten. Dann dreht er sich. Ach du Scheiße. Was ich, wenn ich auf zwei mache? Ah, man dreht sich und dann geht man geradeaus. Man kann sich nur drehen, nicht wirklich in eine Richtung. Ach du Kacke, das ist alles schlimm irgendwie. Aus seiner eigenen. Also, so Camera Let It Run. Das hier finde ich, glaube ich, ganz gut. Es macht jetzt, wenn ich gegrabt werde, dann ist das Game nicht einfach. Dann ist das wieder original, wie es normalerweise ist. So, ich spiele jetzt auch das erste Mal gerade auf dem Controller. Ich zische mir erstmal das erste Hilfespray rein. Dann gehen wir uns die Kameras anschauen als Main Quest. So, Leute, das war's mit der ersten Folge von der Resident Evil 2 Fix Camera Mod. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, euer Speckles.